Ich denke, es lag eher daran, dass er nur 199 FPS und nicht 200 FPS hatte. Wir sehen was, Leute. Es geht ins Match. Ich höre noch nichts. Aber wir wissen, wir haben Sound. Der kam gerade schon mal kurz. Er muss uns nur noch zugeschaltet werden. Wir sind aber live, Vega Squadron, hier auf der CT-Seite. Auf ihrer eigenen Map. Da ist auch der Sound. Und ja, Keshandre mit dem ersten Frag gegen Crush. Da hat man auch was gehört. Und will gegenboosten, aber gleichzeitig der Boost erstmal Smike. Das Einzige, was er da findet, ist ein Headshot. Hier ist geboostet worden, ist gesehen worden, aber da kann man den Hit schlussendlich nicht genug setzen. Aber da will mir zu viel, deswegen ein Refrag zumindest mal. Der Chandra hält hier die Mitte, aber immer noch hat er Backup von Chopper. Beide immer noch auf die Headshots aus. Die sitzen nicht so ganz pro 100. Die Ukraine auf dem Weg Richtung. Ja, Richtung wohin? Richtung A-Spot wahrscheinlich. Da kam nochmal der Boost für Flarich. Also hier zumindest nochmal so ein bisschen die Mitte ein. Die anderen beiden sollen wohl über die Main kommen. Im Delta sitzt aber Huji. Er trifft nicht und kriegt den Headshot. Damit auf einmal alles offen. Flarich mit dem Frag, mit dem zweiten. Aber Keshandre konnte auch schon seinen zweiten Frag machen. Trotzdem. 2 gegen 2 Situation. Oh, wieso haben sie das denn nicht auf dem Schirm? Kriegt da noch einen Headshot. 2 Headshots am Ende sogar durch die Wand. Jetzt ist es Dev ganz alleine hier mit der Verteidigung der Bombe beauftragt. Er konnte zumindest für sich legen. Rechts sehen wir den Bombentimer, der unbarmherzig runter tickt. Sie haben noch eine Scout. Eine Scout, eine Smoke. Und das Kit. Da kann man jetzt durchdiffusen. Oh, der geht aufs Knife und er kriegt das Knife. Trotzdem, Chopper mit dem Refrag holt sich da auch das Kit und das geht natürlich durch. Und ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich das ja ganz schön, dass da der Bombentimer so angezeigt wird. Auf der anderen Seite, braucht man dann gar nicht mehr die Caster-Erfahrung. Da bin ich immer so stolz drauf gewesen, dass ich sagen konnte, dass das wird noch was oder das reicht nicht mehr. Jetzt wird uns da so ein bisschen abgenommen. Wir sehen aber auch Def und Kensor mit den AKs. Es kann gut sein, dass sie die gedroppt gekriegt haben. Der Rest bei Pro 9, Pro 100. Ich will immer pro 90 sagen. Das passt eher. Oh, wieder der Boost. Mir mit einem. Das war's. Aber auch Kensor mit der AK Schaden gemacht. Chopper kommt da. Oh, super Kensor in der Mitte. 3 Kills für ihn. 16 AP. Sollte seine AK an ihren Mate oder sowas abgeben. Und jetzt die Chance dafür pro 100 das Ganze zurückzuholen. Super Headshot von Crush. Und damit ist es Huchi noch ganz alleine gegen 4. UMP in der Hand. Ah, vor ihm liegt noch das Kit, das nimmt er hier auch mit. Schön mitgedacht. Ah, gut. Da lege sogar noch ein zweites Huji, das will er auch mitnehmen. Passt nicht so ganz. Vielleicht kann man es mit 2 Kits innerhalb von 2,5 Sekunden diffusen. Das wäre natürlich was. Jetzt der Bombenplant und damit die Runde eigentlich entschieden. Uji. Ah, geht hier nochmal aufs Duell. Aber schlussendlich, das Einzige, was er hier wirklich machen kann, ist die M4 wegbringen. Vielleicht nochmal einen Frag rausziehen. Und am Ende Smike hier. Mit dem letzten Frag der Runde. Die AKs haben sich definitiv gelohnt. Kensor in der Mitte. Alles aufgeräumt. Wieder wollte Vega Squadron da boosten. Aber dann haben sie nicht damit gerechnet, dass da direkt 2 schon gegengeboostet wurden. Kensor schlussendlich mit der AK natürlich gerade auf die Entfernung in der Mitte stärker als die UMPs, gegen die er angegangen ist.
somit sofort das Ganze wieder zurückgeholt. Und das scheint hier besser zu starten für Pro 100 als gestern noch im Match gegen Vega Squadron. Da haben sie insgesamt ja nur 5 Runden geholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier haben sie bisher 50% der Runden schon mitgenommen. Es fängt also gar nicht mal so schlecht an. Vor allem, weil es Vega Squadron jetzt ist, die mit dem Force Buy hier stehen. Auch sie kaufen hauptsächlich Deagle. Nur Cassandre geht auf eine CZ. Pro 100 hat sich erstmal überall aufgebaut. Jetzt wird die Bombe geholt von Death. Oh, und Kenzer aus das Dreist campt da einfach mal Huji komplett weg. Stellt sich einfach in die Ecke. Dafür aber Chopper in der Mitte erfolgreich. Also sofort wieder zurückgeholt. Oh, und das war die Bombe. Das war die Bombe. Jetzt hat der Cassandre da auch noch eine HE. Hat die Smoke noch in der Hand gehabt. Der kann versuchen, die da in der Mitte zu halten. Vega mir den nächsten gefunden. Ah, Flarish will den Refrag, aber muss auch zu seinem Mate die Bombe wiederholen. 30 Sekunden nur noch. Und das wird ganz, ganz schwer. Chopper hält seinem Mate den Rücken frei. Dass keiner oben drüber kommt. Oh, der guckt da runter und das nutzt Cassandre direkt schamlos aus. Nur noch einer, nur noch Flarish. Und er wird auch geholt. Es wird direkt wieder zurückgeholt. Hier sind anscheinend die Deagles einfach zu stark momentan. Beide Teams wackeln gegen diese Pistol Force Buys. Aber Pro 100 direkt wieder in den Force Buy. Wieder 2 AKs, jetzt noch eine Galil dabei. 2 Pistols. Auf der anderen Seite keine UMPs. Damit lief es nicht so gut bei Vega. Oh, Cassandre macht da in der Mitte viel, viel Schaden. Findet den ersten Frag. Gab sogar noch mal 1, 2 Hits gegen Crush durch die Wand da. Relativ low geschossen selber. Aber gut, Cassandre wechselt einfach die Position. Spielt ein bisschen defensiver in der Mitte. Und dann bleibt es erstmal dabei. Das Pro 100. Oh, da hat das gesehen. Cassandre fast schon wieder mit dem super Timing gegen Crush, der da die AK zu seinem Mate runtergeworfen hat. Wird hier schamlos gekämpft. Aber das wurde auch angesagt. Sehr schön. Und mir findet den Frag. Es fällt auseinander für die Ukrainer. Da sind jetzt nur noch 3 Spieler von auf dem Feld. Uji am Gelb. Am Stapler. Kann sich da nochmal zurückziehen. Onspot 2. Uji macht einen mir auch und damit nur noch Flarish. Oh, der wird weggemollied. Dann gibt es eine taktische Pause direkt schon. Also das ist ja wirklich sehr, sehr früh gezogen. Muss ich sagen. Also nach 4 gespielten Runden. Keine richtige Waffen gegen Waffenrunde. Da verstehe ich nicht so ganz, wieso man schon eine taktische Pause zieht. Aber gut. Mal sehen, ob Pro 100 gleich was zaubern kann. Durchtrinken ist auch immer ganz wichtig. Ein bisschen Energie tanken. Ah, wir sehen auch hier der Freund am Wackeln. Da wird sich besprochen. Aber ihr hört es, die Freestyle geht zu Ende. Wir gehen in die nächste Runde. Full Eco.
P250, 2 P250 hat hier pro 100 gekauft. Das war's aber auch schon. Der ist sofort gestorben. Der wollte aber nur am B-Spot Stress machen. Der Rest hier über die Tür. Geht's jetzt durch. Oh, man überläuft direkt. Huji, aber mir mit dem Dreier, mit dem... Nein! Oh, den kriegt er nicht ganz. Mike mit 16 AP. Der geht nicht mal Richtung Waffe. Der will nur legen. Aber Cassandre ist da. Macht es hier safe. Verhindert, dass pro 100 noch ein bisschen mehr Geld für diese Runde rausschlagen kann. Und somit sind wir in der sechsten Runde. Es ist die erste wirkliche Waffen-gegen-Waffen-Runde. Beide Seiten jetzt mit AKs bestückt. Und so ein paar M4s sind noch dabei. Man sieht einfach, dass die AK die Waffe ist, die man wählt. Die Waffe der Wahl. Die große Frage. Pro 100, was könnt ihr hier jetzt machen? Wir stellen Crush vor B ab. Der Rest macht Richtung A Stress und Kenzo durch die Tür. Sehr schön. Butch das zweite Mal in Folge direkt... weggestorben. Große Frage. Kann pro 100 den Vorteil jetzt auch ausnutzen? Können sie den ummünzen in selber wieder eine Runde? Sie wollen in die Mitte. Warten da auf die Granaten. Dass das Feuer ausgefeuert hat. Oh, schön von Chopper. Der muss jetzt natürlich erstmal raus. Oder zumindest defensiv bleiben in der Mitte. Aber Cassandre, der stirbt. Oh, und wäre Kenzo da früher vorgegangen, hätte er den Frag auf jeden Fall gehabt. So, trotzdem mir low HP. Und Flarish. Flarish räumt auf. Richtig stark von ihnen. Und ich denke, da sieht man jetzt schon, dass sie ein bisschen was getan haben. Bei Pro 100. Dass sie es nicht einfach auf diesem 16.5 vom letzten Mal sitzen lassen wollen. Der Kill genau von Flarish. Das war super schön anzusehen. Ersten, dann Onspot. Noch einen gefunden und jetzt wieder umgedreht. Ah, da sieht man einmal die Maus absetzen, bis er ganz rüberkommt. Sind wir in der siebten Runde. Pro 100 lässt das russische Team hier nicht davon kommen. Die aber das erste, kaufen hier die erste AWP des Spiels. JR mit dem Dingen. Er steht im Delta momentan. Man hat also ein bisschen hin und her getauscht. Positionen geändert. Interessant, dass man Chopper mit der nur Deagle alleine auf dem B-Spot lässt. Interessant, aber kann man vielleicht verstehen, denn bisher pro 100 noch kein einziges Mal den B-Spot angespielt. Immer über die Mitte und Richtung A. Flarish hört sich eher wie so ein Pokémon oder sowas an. Irgend so ein Feuer-Dingen. Wir sehen wieder den Take der Mitte von Pro 100. Zumindest wurden deswegen die Granaten, die Molotows erstmal hingeworfen. Ja, auch einer in den Schacht rein natürlich. Die Sache ist, da steht. Cassandre steht da close. Ist gesehen worden, kriegt den ersten. Schön gemacht, den zweiten. Nein, da hat da links, rechts, nebenher geaimt. Aber mir ist zumindest da... um den Kill nochmal zu holen. Schöner HE, aber am Ende Chopper nur mit der Deagle bewaffnet, wenn er nicht sofort die Headshots gibt. Reicht das einfach nicht. Mia hat verschoben, um den B-Spot noch zu halten. Schöne Flash gegen ihn. Die Bombe ist on-spot. Kann gelegt werden. Kann man nichts gegen machen. Aber alle sechs Spieler jetzt hier in der Nähe. Oh, sehr schön. Vega guckt, ob einer unterm Booster steht mit der AWP. Thank you.
Jetzt geht's durch. Oh, aber Smike sofort gestorben. Crush kann einen finden. Kenzo ist im Schacht. Sie ist jetzt bekannt, wo beide sind. Da wird undiffused. Es ist nur Huchi. Und da braucht man eigentlich nur drauf warten, was der macht. Das ist nicht mehr zu gewinnen. Kriegt keinen. Kenzo und Crush sind beide vorgegangen. Kommen sogar noch weg. Die Bombe explodiert nicht. Aber man hat alle CTs getötet. Die Runde gewonnen. Anschlussrunde damit. Und jetzt sollte kein Geld mehr bei den CTs vorhanden sein. Also beim EU-Miner sind definitiv sehr, sehr viele sehr starke Teams dabei. Ich denke, da wird es für alle schwer, sich wirklich durchsetzen zu können. Ah, Smike läuft hier mit... Oh, und Crush mit dem dritten, mit dem vierten auch noch. Super gut gemacht. Richtig schönes Spray-Control von ihm. Mir ist da auch noch... Traut sich aber nicht in den Todesstrahl von Crush rein. Jetzt ist er gesehen worden. Und da macht er das Ace sehr schön von Crush. Die ersten vier einfach nur runtergesprayt. Und seine Mates alle irgendwo anders. Aber das war überhaupt kein Problem. Crush, der braucht hier kein Backup. Der macht es einfach alleine. Ja, also ich denke, Panther und Big, keine Chancen, würde ich nicht sagen. Aber ich denke, ja, es sind einfach so viele, so starke Teams drin, auch wenn es insgesamt drei Spots für den, also drei Spots des EU-Miners. Oh, schöne Flash! Aber dann, alle vier waren sie blind, einen kann Chopper mitnehmen. Jetzt sind sie zu zweit hier offensiv, da kommt man doch nochmal weg. Und ich denke, ja, bei drei Spots insgesamt von acht Teams könnte man vielleicht hoffen, dass, ja, vielleicht Big oder Penta oder so doch dabei sind. Chancen sind da, wenn sie es gut spielen. Aber man muss natürlich gerade in so einem Miner dann auch wirklich on point sein, wenn man Chancen haben will. Trotzdem, wir konzentrieren uns weiter hier auf unser Spiel. O100, ein Mann weniger in der Runde. Hatten sie vorhin auch schon mal, das konnten sie dann trotzdem noch gewinnen. Wieder sehen wir pro 100 Richtung Mitte unterwegs. Wieder Richtung kurz, da kommt die Flash. Mal einmal kurz checken, guckt da einer. Was soll hier eigentlich auf den B-Spot gehen? Da stehen drei Spieler und das ist jetzt erstmal richtig. JR hier direkt in der Ecke, Huchi ist dabei und ganz hinten, da steht noch einer Flash. Die bringt sich so ganz, aber dann Kenzo guckt hin, findet den zweiten auch noch. Ja, und Keshandra ist zwar da, der kann einen machen, kann den zweiten auch noch mitnehmen. Nimmt dafür den dritten auch noch, ich glaub's nicht, nur noch Smike. Er muss hier Keshandra schnell holen. Den kriegt er auch, das Punkt. Oh, er geht da einfach durch, das ist gut, trotzdem 10 Sekunden und über ihm hier macht es dann etwas verzögert doch noch. Somit mal wieder eine Runde für das CT-Team, aber, da hat man auch gesehen, der Chandre war ganz, ganz wichtig mit seinen drei Frags. Den dritten hätte er auf keinen Fall mehr machen dürfen. Auch der zweite war schon so ein bisschen grenzwertig. Da hätte man ihm gut und gerne mal einen Headshot geben müssen. Aber Kenzo mit den ersten zwei Kills. Da sah die Verteidigung auf dem B-Spot nicht gut aus. Und jetzt. Ah, sie boosten. Natürlich pro 100 hier auch mit dem Geld nochmal nachzukaufen. AWP weiterhin bei Smike. Chopper mit der Deagle nur. Hat er jetzt schon öfter gespielt. Natürlich nicht unbedingt ideal für Vega, die hier die Folgerunde eigentlich definitiv mitnehmen müssen, wenn sie nicht in so einen Money-Strudel geraten möchten. Es regnet Feuer auf dem A-Spot. Der Boost, Huchi mit Zweien, jetzt erst gefallen.
Das ist spät. Chopper kann hier Schaden machen, fällt aber dann auch etwas offensiv. JR ist tot, denn in der Mitte, da hat sich Crush vorgearbeitet. Smike dann raus, kommt ins Kreuzfeuer und jetzt liegt es an Crush. 20 Sekunden noch. Er weiß, wo beide sind. Einer onspot, einer hier rechts, Cassandre. Im Nahkampf mit der AWP. Schön den letzten Kill noch mitgenommen. Somit Folgerunde für Vega Squadron. Und bei Pro 100 wenig Geld vorhanden. Eine Eco sollte reichen. Bei den Ukrainern. Aber die forcen komplett runter. Pro 100 mit zwei AKs in der Hand, dreimal Pistol, bauen sich wieder vor dem A-Spot auf, machen sich da breit. Hat es bisher auch besser funktioniert und sie kommen wieder Richtung Spot zumindest. Erst Mir kann das aufhalten. Hucci sieht ja immer wieder nicht so gut aus. Mir hat aber schon Unterstützung und das ist ganz wichtig. JR macht einen, Mir macht auch noch einen, nur noch Crush und Smike. Crush jetzt mit dem und dann nein. JR hält seinem Mate den Rücken frei. Ja, jetzt sehen wir hier nochmal die Gondola. Wieso nicht? Sieht auch mal schön aus. Satz. Cassandra mit 15 Frags führt es an. Auf der anderen Seite Kensorsk. Dahinter auch noch welche. Ah, hier sehen wir auch. Interessant, Cassandra noch ohne Assist. Das heißt, wenn er jemanden trifft, dann tötet er den die meiste Zeit auch. Jetzt ist es die Eco. Mit Pistol zumindest teilweise. Oh, aber Cassandra kann hier nur einen machen. Ah, die Waffe noch nicht aufgenommen. Schöne HE da auf dem Spot. NA, HE und Smike. Mit der M4 von Cassandra holt er noch einen Vega. Und mir, ja, Vega erstmal sehr erfolgreich trotzdem. Smike, zwei Kills von ihm. Das reicht hier nicht, um eine Runde zu holen. In so einer Eco, da waren was, zwei Glocks dabei, zwei Deagles, eine Tech-9 oder so. Einmal Kevlar hat pro 100 nicht viel rein investiert. Sorgen aber dafür, dass bei Vega Squadron zumindest bei Chopper und bei mir das Geld weiterhin klein gehalten wird. Oh, auch bei Cassandra sehen wir gerade, der hat auch nur noch 800. JR hat schon ein paar Runden am Stück mit seiner AWP in der Hand überlebt. Deswegen hat er hier noch am ehesten die Bank. Jetzt nochmal 8-4 steht's. Vega Squadron hat den Gewinn der ersten Halbzeit schon mal. Auch wieder so eine HE. Wieso nicht? Einfach mal in eine Ecke werfen, dass sie direkt wieder zurückfällt. Ansonsten Vega Squadron versucht mehr Mitte-Kontrolle zu holen. Dafür hat hier Flerich den A-Spot schon mal in Gefahr gebracht. Nur noch Huji. War die so gewollt? Die Smoke? Mal sehen. Rush, einzige vom B-Spot, zieht sich zu seinen Mates zusammen. Interessant, Chopper spielt hier. Also, der hatte wirklich nur ein, zweimal bisher eine richtige Waffe in der Hand. Ansonsten sind vielen Waffenrunden der CTs entweder mit Deagle dabei oder jetzt mit der Autopumpe. Und ich muss sagen, auf Cash habe ich sie bisher noch nicht wirklich spielen sehen. Ich meine, er steht da schön offensiv, aber oh, Smike schafft den Jump nicht so ganz. Und dann, ja, Cassandra mit zweien direkt. Klaus ist noch Smike. Der holt sich auch noch einen. Oh, und JR verschießt. Chopper jetzt der Letzte. Wechselt natürlich jetzt die Waffe. Da sind zum Glück ein paar AKs für ihn liegen geblieben. Hat noch einen Molotow und eine Flash. Das Kit ist auch dabei. Aber das wird hier nicht einfach. Smike steht in der Main. Wartet nur darauf, dass er vorkommt.
Während wir Crush hinten haben. Oh, der wird jetzt rausgezwungen. Ah, noch nicht so ganz. Der Molotow scheint nicht gut zu liegen und er kriegt einfach den Kill nicht. Ist das bitter. Und Spike, der wartet einfach. Zieht da gar nicht vor, um seinem Mate zu helfen. Vertraut darauf, dass Crush da überlebt. Fünfte Runde für Pro 100. Oh, und Death. Sieht da den Fuß von Cassandre. Schöner Frag für ihn. Ist hier Vega Squadron, die geforst haben. In der vorletzten Runde. Und bisher zahlt sich das Ganze noch nicht aus. Haben zumindest JR an der AWP. Wie gesagt, er war ja derjenige, der viele Runden nicht gestorben ist. Aber jetzt kriegt er die Kills einfach nicht mehr. Crush kann da den B-Spot weiter auseinandernehmen. Hat er auch überhaupt kein Problem, JR weiter zu beschäftigen, bevor er sich zurückzieht. Denn es geht auf den A-Spot drauf. Wieder regnet es Feuer auf den Spot. Mir komplett blind. Kriegt da überhaupt keinen On-Spot. Auch Gucci, der kriegt einen. Kann er da noch mehr mitnehmen? Den zweiten noch, aber dann. Die geballte ukrainische Macht kam da angelaufen und die Russen keine Chance gehabt. Jetzt ist es nur noch JR. Und wenn der es nicht klatschen kann, geht hier Vega Squadron in die letzte Runde der ersten Halbzeit mit ganz, ganz wenig Geld. JR ist hier close. Ich glaube, er hat mitgekriegt, dass da einer am Holz wahrscheinlich sitzt. Hat die Flash rein und jetzt zurückziehen, die AWP durchbringen. Gewinnen kann er das eh nicht. Das Problem ist, Mitte ist noch jemand. Der sieht ihn jetzt auch. Crush, den zweiten Kill kann er machen. 8 zu 6. Die Chance definitiv da hier für Pro 100 auch die siebte Runde noch mitzunehmen. Die letzte Runde der ersten Halbzeit. Denn sie haben einen Vollbuy auf der anderen Seite. Hauptsächlich Deagles, eine CZ, eine UMP. Viel ist das nicht. Der Chandra immer noch Topfragger mit 18 Kills. Auf der anderen Seite Crush und ich glaube Dev oder Smike waren es, die auch noch 15 Frags hatten. Und wieder ein starker Aufbau Richtung B-Spot, Richtung A-Spot natürlich. Sie stellen einen Mann, Crush natürlich, vor B ab und ignorieren das im Grunde komplett. Wissen, dass sie eher auf A bzw. in der Mitte ihre Runden holen können. Da zielen sie es dann einfach ganz langsam ab. Auch Crush vom B-Spot abgezogen. Möchte die geballte Feuerkraft für den A-Spot haben. Oh, mir, der lebt gefährlich. Kann den Hit setzen, kriegt selber aber auch einen. Oh, und da hat er gesehen. Oh, da sind drei Stück, aber dann Kensor aus der Tür raus. Keine Chance für mir, da wegzukommen. Cassandre hier noch. Klaus geht da rum. Kann einen machen. Muss sich dann zurückziehen. Keine Schuss mehr in der Waffe. Schöne Smoke da. Jetzt die große Frage. Kann hier Pro 100 noch den Spot einnehmen. Wirklich wegschieben können sie nicht. Die Bombe ist ja auch noch down und jetzt hängt gerade alles. Das ist natürlich nicht so toll. So, da sind wir wieder. Musste sich nur einmal neu laden anscheinend. Gut, das haben wir jetzt leider nicht so ganz mitgekriegt. Das ist natürlich ärgerlich, das tut mir wirklich leid, aber das ist leider der Feed. Es gab am Ende wohl noch einen Live-Kill, da haben wir noch so, dass die letzten zwei Schlitzes haben wir noch gehört. Aber
Ja, ich glaube, das war auch dann das 9 zu 6 noch, wenn ich das noch richtig gesehen habe. Vielleicht gibt es da ja gleich nochmal einen Replay von. Das wäre natürlich sehr schön. Ruskan ist eine schöne Map. Reg ich mich ja immer darüber auf, dass Season nicht im offiziellen Pool drin ist. Season ist vom Aussehen her die beste Map, die wir haben. Und das will Valve ja irgendwie auch. Denn, naja, ne? Die interessieren sich nicht ganz so viel dafür, dass ihr Game sehr schön läuft, sondern gucken zum Beispiel auf Nuke, da merkt man das natürlich ganz, ganz stark, dass es einfach gut aussieht. Auch wenn viele dann Probleme mit FPS und sowas haben. Season habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt, muss ich ganz klar sagen. Auch eine der Maps von FMP1. Eine alte Map, also die kennt man so. Da fand ich es wirklich, wirklich lächerlich, dass sie, als man das wählen konnte, im Grunde nicht drin geblieben ist. Sondern dass man dann da, keine Ahnung, was für unnütze Maps im Grunde den Season vorgezogen hat. Aber gut, wir sind in der ersten Runde der zweiten Halbzeit. Vega doch noch mit 3 Runden Vorteil. Haben sich jetzt in der Pistol Round die Mitte schon ergattert. Sitzen da vorm Schacht. Möchten hier gleich anscheinend Mission Impossible Style da durch. Sich auf den B-Spot ergießen. Während JR Richtung A Stress macht. Jetzt geht's da durch. Richtung B geht's los. Oh, und der Vater, keine Chance. Kriegt sofort ins Gesicht. Smike kann einen machen. Das reicht aber nicht. Chopper mit der Deagle erfolgreich. Ja, der Schachtgang ist wirklich scheiße. Da kann ich definitiv zustimmen. Ah, 2 gegen 4 Retake. Situation Crush und Flarish. Ohne Kit bisher. Vielleicht liegt eins on spot. Oh, schön. Schön von Crush. Der kriegt den zweiten auch noch. 25 Sekunden auf der tickenden Bombe noch. Die ist aber für die beiden gelegt. Oh, und jetzt. Das ist nochmal nicht so schlecht. Sich vielleicht draufsetzen. Crush hat das Kit. Und er stickt einfach dabei. Und sie machen das noch. Sie machen das noch. Richtig schön gemacht. Super von Pro 100. Die Smoke drauf. Reinsetzen. Durchdiffusen. Der andere stellt sich davor. Nützt seinen eigenen Körper, um seinen Mate zu beschützen. So soll das bei den Counter-Terroristen sein. Sehr, sehr schön. Das hätte ich gar nicht mehr gedacht, dass die das hier noch schaffen. Aber Crush einfach super gespielt. Erst beiden Headshots und dann Onspot halt sofort geschaltet. Das Season ist halt eine schwerere Map zu spielen als viele andere. Zumindest wenn man sie nicht trainiert hat. Am Anfang wollte auch keiner das neue Cobblestone spielen oder das neue Overpass und sowas. Auch die Matchmaking-Spieler müssen sich erstmal im Grunde mit den Maps so warm werden. Aber gut, sie gewinnen die Pistol Round und danach sieht es schon wieder schlecht aus. Sie haben den ersten Spieler Smike direkt verloren. Mittekontrolle ist auch komplett bei Vega. Die Russen nehmen hier einfach ukrainischen Boden ein. Das hat ja fast schon historische Züge. Oh. Und Mia, dass der Crush da noch holen kann, das hätte niemals passieren dürfen. Immer noch ein Mann Vorteil bei Vega. Haben wir Chopper noch. Ah, der ist da gesehen worden. Hat da viel Schaden eingebüßt. Oh, alle low jetzt. Nur noch Chopper und heute Hucci. So. Er arbeitet sich vor Flarich, aber passt auf. Kensor, der trifft, zieht hinterher, aber Dev muss den Kill machen. Neun zu acht, wieder die Anschlussrunde. Pro 100 hier deutlich besser auf der Map als gestern. Vielleicht gab es wirklich einen Grund, warum sie sich gedacht haben, ja komm,
Wir lassen Vega Squadron nochmal Cash haben. Hauen sie auf ihrer eigenen Map weg in Grund und Boden. Und gewinnen das Ganze hier 2-0, um uns fürs für die Major Qualifier noch zu qualifizieren. Ah, Vega Squadron komplett ohne Geld. Mitte einfach raus. Die Glocks, ihr hört sie immer wieder. Eine Deagle ist dabei. Das ist jetzt auch der letzte. Mir mit dem Dingen. Und kriegt sogar noch den Headshot. Crush gestorben. Aber das war's auch. 9 zu 9. Der Ausgleich ist da. Und jetzt das ukrainische Team auf der favorisierten Seite zu finden. Zwar nur knapp. Aber immer noch Cash hier. Das ist die Map, auf der man vielleicht dieses 9-6, was wir gerade gesehen hat, holen sollen. Sollte. So ein 8-7 ist auch immer möglich. Wir gehen jetzt aber in die erste Waffen-Gegenwaffen-Runde. Smike direkt mit der AWP. Auf der anderen Seite bei Vega komplett die AK natürlich. Wir spielen B defensiver an, als wir das gerade von Pro 100 gesehen haben. Da stand immer einer im Sunroom und hat ein bisschen gechallenged Richtung B. Vega Squadron spielt es hier enger zusammen. Mal von Cassandra auf, der sehr tief in der Tür steht. B ein bisschen Stress machen. Aber sieht eher so aus, als wollte Vega Squadron die, sich die Mitte-Kontrolle holen. Haji. Noch jemand oben. Warten darauf, dass Dev da vielleicht den falschen Move macht. Ah, in der Tür. Chandra ist jetzt gesehen worden. Oh, interessant, was Crush da macht. Geht da offensiv gegen? Hat da Dev noch dabei? Cassandra, viel HP eingebüßt, Mitte eingenommen von der T-Seite. Aber der Spot steht hier noch ganz gut. Vor allem, weil man die Mind-Kontrolle hat. Trotzdem, es geht auf den B-Spot. Das war klassische Misdirection von Vega, die erstmal gut funktioniert hat. Jetzt aber Kenzo mit seiner Farmers gut unterwegs. Mike kann auch einen mitnehmen. Dev ist jetzt dabei und wir haben nur noch Cassandra. Er musste den Weg von ganz, ganz hinten nehmen. Er war ja in der Tür und seine 18 AP sorge nicht dafür, dass er noch irgendwas machen kann. Pro 100 nicht schlecht bisher. Holen sich das erste Mal, glaube ich, den Vorteil raus. Führen jetzt mit 10 zu 9 und haben damit Vega normalerweise auch in eine Eco gezwungen. Pistol Kevlar oder so kann man sich holen. Ja, hier sehen wir es nochmal. Cassandra mit seinen 23 Kills. Super gut dabei. Kenzo auf der anderen Seite mit 20, dicht gefolgt von Crush. Wir sehen aber auch Chopper, Hucci und JR. Bei denen fehlt jeweils ein bisschen was. Die sind, Vega ist davon abhängig, dass halt Cassandra die Möglichkeiten rausspielt. Der AWP JR für ein paar Runden in der ersten Halbzeit, diese Runde 5-6, Runde 19, 11, 12 waren es, glaube ich, hat da mal ein paar gute AWP-Shots gemacht, aber danach war wenig los bei ihm. Sieht man nur 7 Kills insgesamt, davon 5 mit der AWP. Generell die AWP bisher sehr wenig zu tragen gekommen. 8 Kills bisher von den beiden AWP-Spielern erst. Das 8 von 19 Kills. Fehlt definitiv ein bisschen was. Wird es eher mit den Rifles an sich ausgespielt. So, hier geht's anscheinend noch nicht weiter. Wir sind aber da in-game. Es ist hier gerade das Consolation-Finale. Das heißt, der Gewinner diesen Best of Threes
Interessant. Haben wir jetzt eine Runde verpasst oder was war das gerade? Ja, eigentlich sollte es 10 zu 9 stehen und Vega Squadron sollte in der Eco sein. Also, da habe ich gerade was komplett falsch mitgekriegt. Naja, gehen wir erstmal mit darauf ein. Wie gesagt, es geht hier darum, der Gewinner diesen Matches qualifiziert sich für die Major-Qualifikation und kann noch im Finale um insgesamt plus $15.000 spielen. Das heißt, das Finale wird hiernach nochmal, ich glaube, ab 18 Uhr ausgespielt, je nachdem, wann das hier fertig ist. Und ich werde das Ganze mal kurz restarten. Mal sehen, ob das hilft. Ja, das hilft. Das heißt, wir gehen auch direkt wieder in-game. Tut mir wirklich leid. Wir sind in der 21. Runde. Dev und Kenzo müssen hier den Retake wagen. Oh, und wieder verschossen von der AWP. Gerade noch gesagt, bisher noch keinen wirklichen Impact. Dann aber JR macht einen Chopper für den nächsten. Und es ist hier die Anschlussrunde für Vega. Die haben sich auf ihrer eigenen. Auf ihrer eigenen Map noch nicht aufgegeben. Trotzdem. Pro 100 hat hier die Portokasse gehabt, um nachzukaufen. Auch mit AWP. Flare. Nee, Smite natürlich mit dem Dingen. Jetzt ist die Frage: Wer auch immer die Runde holt, dürfte den Gegner in eine Eco zwingen. Ganz, ganz wichtige Runde. Vor allem bei einem Stand von 11 zu 10. WP hat man in der Tür abgestellt. Auf der anderen Seite hat man sie geboostet. Oh, er hat die Waffe gesehen. Super gut von Smike. Findet den ersten, zieht sich dann zurück. Schön gespielt. Vega Squadron jetzt unter Druck. Die Russen müssen sich was anderes überlegen. Haben noch Chopper vom B-Spot, aller anderen hier in der Main drin. Amir traut sich auch noch mal Richtung Tür. Kann zumindest jetzt feststellen, da ist jetzt keiner mehr. Die haben sich zurückgezogen. Anscheinend, da wird sich erstmal aufgebaut. Ein paar Granaten zu werfen. In der Mitte aber schöne Flash gegen Chopper. Der hat nichts mehr gesehen. Einfacher Kill für Dev. Rush wird auch reingeflasht. Ich dann raus. Ah, die Tür, aber mir mit dem Frag. Onspot jetzt flarig. Er wird auch sofort mitgenommen. Dev kann noch einen machen. 3 gegen 2. Retake-Situation gleich. Die Bombe wird noch nicht gelegt. Jetzt aber. Nee, doch nicht. Immer noch mal der Fake. Ein paar Sekunden hat Vega. Mit denen können sie noch spielen. Jetzt haben wir die Bombe geplantet. Smoke und Molotow noch vorhanden bei Pro 100. Und das könnte, gerade der Molotow könnte jetzt tödlich sein. Beide sind sie im Delta. Sitzen da noch rum und warten darauf, dass jemand vorkommt. Ja, da kommt der Molotow. Vega, hier ist da oben drauf, aber kriegt einfach nur einen Headshot. Uchi wurde auch mitgenommen. Die Bombe kann hier definitiv defused werden. 12 zu 10. Der Bombenplant könnte es für Vega nochmal offen machen, vielleicht nochmal zu kaufen. Ah. Aber das ist eher was Halbes als was Ganzes. Zwei, vielleicht drei AKs sollten wir bei ihnen sehen. Eine UMP wurde schon gekauft. Mal sehen. Zwei UMPs insgesamt. Na ja, gut. Ist ein Buy, mit denen kann man definitiv Runden gewinnen. Das muss Vega Squadron jetzt auch. Oh, die HE sitzt super. Guckt euch das an. Chopper, Mir und Huji, die haben schon richtig was von Granaten abgekriegt. Haben trotzdem Mitte eingenommen.
ziehen alle aber eine Blutspur hinter sich her. Sind wahrscheinlich auch ein bisschen am Hinken von den HEs, die ihnen da gerade überall explodiert sind. Vega Squadron möchte wieder Richtung A-Spot. Larry ist geboostet worden, sitzt da über der Tür selber. Auch eine schöne Deckung. Geht jetzt aber in die Standardposition. Man hat auch schon Hilfe von, ich glaube, Crush am Auto. Der smoked nochmal nach. Jetzt geht's aber durch. Jetzt geht's hier raus. Eins, zwei und den dritten nicht. Flarich aber trotzdem mit dem Headshot gegen mir. Es ist nur noch mir und Keshandre. Die haben den Spot zwar erstmal eingenommen, aber die ziehen sich dann auch. Zumindest die Bombe zieht sich erstmal wieder zurück. Ja, Keshandre, dann schießt man sogar durch die dicke Holzkiste nochmal an. Molotow hinterher. Bombe wechselt die Position, während Keshandre da versucht, das Feuer noch auf sich zu lenken. Er stirbt aber. Somit nur noch mir mit 5 HP. Er könnte hier, sollte hier auf den Bombenplant kommen. Smike hat das nicht gehört. Spätestens jetzt aber muss klar sein. Oh, und ich glaube, mir will das gar nicht mehr groß. Will das gar nicht mehr groß contesten. Der legt die Bombe, will jetzt überleben. Oh, vielleicht nochmal von hinten kommen. Ja, holt da in der Mitte noch einen. Jetzt ist aber bekannt, wo er gerade ist. 5 HP noch, geht davor, kriegt noch den zweiten. Oh mein Gott, mir spielt das hier gerade perfekt aus. Macht das da auch immer noch gut. Ist da mega defensiv. 8, 7, 6. Oh, und jetzt hat er so offensiv gelegt, dass das noch reicht. Dass das noch reicht, ich glaube es nicht. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Er hat es so schön ausgespielt. Und am Ende, eine Sekunde länger hätte er überleben müssen. 2 Meter weiter die Bombe Richtung Spot legen oder sowas. Am Ende, ganz, ganz knapp hat es nicht gereicht. Pro 100 mit der nächsten Runde. Und natürlich Hi an alle, die hier zwischendurch auch mal wieder reinkommen. Hier. Ja, es wäre so verdient gewesen, da stimme ich dir total zu, 7. Ich habe zuerst gedacht, als er so defensiv gegangen ist Richtung T-Seite, dass er die Bombe legt und einfach seine Waffe durchbringen möchte mit den 5 HP. Dann nochmal schön gegen Schacht gegangen. Das war super, den Kill da mitzunehmen. Das hat keiner erwartet. Und am Ende, ja, es hätte fast noch, es wäre fast noch was geworden. Es hat nicht gereicht. Mir jetzt als einziger mit der AK. Der Rest mit Deagles bewaffnet. Und mir ist direkt gefallen. Die AK also raus. Die ist auch oben, denke ich, geblieben. Die möchte sich Vega natürlich zurückholen. Damit hätte man hier die Chance, nochmal Schaden an pro 100 zu machen. Die bisher sehr gut aussehen. Oh, aber Chopper, 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 Chopper! Braucht da ein bisschen länger, Kenzon, dann mit dem Refrag, aber der kam zu spät, um Dev da zu beschützen. JR konnte sich zumindest die AK seines Mates zurückholen. Einzige Problem, der einzige mit noch Kevlar ist gerade auch gestorben. Und zu dritt in der Mitte. Haben das mitgekriegt. Sehr schön, JR. Gefallen. Da will man auch die AK anscheinend wieder finden. Aber kein Problem. Smike räumt hier einfach auf. 4K von ihm mitgenommen. Die letzten 3 Kills schön über kurz alle gemacht. 14 zu 10. Nächste Waffenrunde. Und wir sehen... Hucci hat seinem Mate mir die AK gelegt und spielt selber mit der UMP. Ah, man weiß natürlich, mir, ich glaube, er hatte 20 Kills, haben wir gerade gesehen. Definitiv auch ein wichtiger Spieler für Vega Squadron. Und wieder regnet es einfach nur Granaten über den Dropper drüber oder da drauf. Es ist Dev, der hier als erster Schaden kassiert hat. Mal nicht so erfolgreich von pro 100 wie vor ein paar Runden mal, als sie
mit ihren HEs über den Booster da ganz, ganz viel Schaden gemacht haben. Ja, der Schangre mit dem ersten Frag. Da macht natürlich die AK mehr Schaden durch. Smike, der hat was mitgekriegt. Holt sich da Chopper. Mit einer ausgeglichenen Situation. Jetzt geht's aber über kurz drüber. Dev da ein bisschen gefangen. Muss auch immer noch aufpassen. Crush hilft ihm etwas, aber dann sterben sie beide im Grunde sofort. Smike ist hier. Kommt aber nicht mehr auf einen Frag. 2 gegen 3 Retake-Situation. Und das muss hier die Runde für Vega Squadron werden. Ansonsten ist die erste Map im Grunde zu Ende. Smike. Oh, sehr schön gemacht. Wechselt die Position und bleibt da genau bei Cassandra drin stehen. Er ist jetzt zumindest bekannt. Da ist einer und der andere ist nicht in der Main. Der ist hinten am Delta, macht den letzten Frag auch noch. 11 zu 14. Die Russen haben sich hier definitiv noch nicht aufgegeben. Es könnte sein, dass da gerade eine Pause gecallt wurde. Aber haltet mich nicht drauf fest. Ihr seht ja dasselbe wie ich. Da, habe ich es doch richtig gehört. Pro 100 hat eine Pause gecallt. Einfach jetzt das Momentum aus dem Segel, den Wind aus dem Segel von Vega nehmen, die die letzte Runde gewinnen konnten. Selber sich mal kurz wieder runterkommen, zu sagen, hier, das und das haben wir gerade falsch gemacht. Aber jetzt machen wir es richtig, holen uns das Ganze wieder zurück. Denn pro 100, die brauchen nur noch 2 Runden. Es ist ein Best of 3. Also geht es danach auf, würde es danach auf Mirage gehen. Trotzdem, das ist nicht unbedingt die beste Map von Vega. Das hat man gestern gegen Tengri gesehen. Vega sollte hier definitiv, muss hier im Grunde auch die Folgerunde mitnehmen. Dann haben sie die Chance, wieder weiter aufzuholen. Pro 100 haben wenig Geld. Haben jetzt schon nur zwei UMPs dabei. Oh, die Flash. Oh, Spike. Oh, ich dachte schon. Er guckt nochmal in die andere Richtung. Ich dachte schon, Cassandra hätte Cassandra da gar nicht mitgekriegt oder sowas. Oh, und Huji verpasst immer wieder das Timing. Es fängt nicht gut an in dieser Runde für Vega Squadron. Haben den ersten, jetzt auch den zweiten verloren. Aber dann mir Onspot geschlichen. Hat keiner erwartet. Findet da Flerich mit heruntergelassenen Hosen. Trotzdem. Die Smoke lag nicht gut. Deswegen den Kill. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oder sie ist ein bisschen zu spät draufgekommen. Dann aber mir und JR sorgen hier für eine 2 gegen 2 Situation. Oh, und Smike den Netter machen müssen. Den Netter machen müssen. Mir dann perfekt nach hinten geguckt. 12 zu 14. Jetzt eine Eco für Pro 100. 13 zu 14 sollte es gleich stehen. Und dann kommt nochmal eine mega wichtige Runde, die hier Vega Squadron vorbeiziehen lassen könnte. Oder Pro 100 auf diese 15. Runde kommen lassen könnte. Und direkt wieder die taktische Pause von Pro. Die hatten doch gerade erst eine. Müssen sich aber anscheinend nochmal besprechen. Aber lange schien das hier nicht zu dauern. Wir sehen, die Ts orientieren sich etwas Richtung B-Spot gerade. Aber gut, das war nur der eine. Der Rest Richtung A. Standardaufbau erstmal. Schöne Kamera Engels. Das ist jetzt Chopper. Richtung A ein bisschen Stress macht. Richtung B ein bisschen Stress macht. Wir sehen auch nur Pistols gekauft bei Pro 100.
Die haben aber den A-Spot schon ausgeschlossen. Seht euch das an. Crush ist da durch. Die Rotation kommt noch nicht so ganz. Man traut dem Frieden hier gerade noch nicht. Jetzt sehen wir, die Rotation kommt. 3 CDs sind schon hier. Ah, Death kriegt den Frag sogar noch. Aber dann Double Kill von HG. Der holt auch den dritten noch. Ja, und schießt dann aus irgendeinem Grund erstmal seine Mates an. Naja, die Runde sollte zu Ende sein. Nur noch Crush und Flarig. Die Bombe ist onslaught, wird gerade gelegt. Die letzten beiden CTs können im Grunde nur noch auf einen, ja, einen Frag nach der Zeit gehen. Irgendwo eine Waffe nochmal rausziehen oder sowas. Irgendwen umcampen, wie man das so schön in CS macht. Schöner Headshot. Aber da braucht er zu lange, um die letzten Hits gegen Herchi zu setzen. Der ist hier gerade der Superman, unzerstörbar. Nur noch Crush in der Mitte, sollte da nicht mehr wirklich noch an was dran kommen. Das war's auch mit der Runde. 13 zu 14. Nächste Waffenrunde für Pro 100. Oh, der Body Warping. Ah, ne. Das wäre es jetzt gewesen. Was ist hier Crush? Der macht den zweiten auch noch super runtergezogen. Jetzt braucht er der Hilfe. Oh, Smike! Hätte der Cassandra definitiv vorher holen können. Trotzdem, es fällt auseinander. Vega Squadron. Wollten es über Mitte machen. Aber da stand gerade Crush einfach perfekt dagegen. Smike kann zumindest den Refake machen, sodass wir hier nur noch Chopper und JR haben. Arbeiten sich am A-Spot vor. Aber gut, was wollen die gegen 4 Verteidiger noch so alles machen? Es wird nicht einfach. Chance ist definitiv noch da. Momentan sieht aber alles nach dem 15 zu 13 aus. Ja, Flarig gefallen. Ganz bitter. Wusste natürlich, da kommt jetzt eine Granate von der AWP, aber... Smike holt sich JR. Es ist nur noch Chopper. Der legt erstmal die Bombe. Gegen 3. Ist Onspot so ein bisschen gefangen. Von hinten kommt auch schon einer. Kensor. Ja. Oh, jetzt ist er gesehen worden. Aber schöner Headshot von Chopper. 1 gegen 2. Sie wissen, wo er zu finden ist. Macht das aber gut. Chopper. Oh, und er glaubt es nicht, aber er holt einen und dann wird gefused. Wieso checkt er das denn nicht? Ich glaube es nicht, ist das bitter. Chopper hatte die Chance, aber er hat gedacht, weil keiner abgezielt hat, weil der andere im Delta aus irgendeinem Grund rumgegurkt ist, hat er gedacht, da ist gerade überhaupt keiner wirklich dran, das war nur angefaked. Und die umlaufen mich hier gerade, aber nein, es wurde durch diffused und das geht durch. Trotzdem, Pro wieder mit der taktischen Pause? Oder wird das nur falsch angezeigt, wer da gerade die taktische Pause geholt hat? Genommen hat? Momentan wirkt es eher so, als würde Pro 100 jede anderthalb Runden mal eine Pause ziehen. Da sehen wir. Scoreboard auf der einen Seite, Cassandra mit 26, mir mit 25 Kills, ganz, ganz wichtig. Und bei Pro 100 haben wir Crush mit 26, Smike mit 25 und Kenzo mit 24 Kills. Da hat man halt bei Pro 100 einen, der diese hohe Frag-Anzahl hat, mehr. Deswegen führen sie hier so stark. 15. Dann zu 13, trotzdem. Pro 100 hat alle Spieler verloren. Wenig Geld, deswegen mega viele UMPs bei ihnen. Tauschen erstmal 1-1.
Große Frage, wer kriegt den nächsten Frag? Wofür entscheidet sich Vega? Sieht eher nach einem Go Richtung A, Richtung Mitte aus. Dann hat Kishandra, der Tür zu finden ist. Oben wurde jetzt jemand geboostet. Uji. Am Main ist was. Kenzo, der einzige Spieler auf dem B-Spot. Deine drei Mates sind eher Richtung A unterwegs. In der Mitte die Bombe raus. Oh, das wird ein Fake nach A und dann über den Schacht. Oh, und der kriegt es mit. Er kriegt einen, aber das war's. Kann ansagen, da sind noch zwei mit rausgekommen. Crush schafft es hier auch rüber. Und er kriegt aber auch nur einen. Es wird hier gerade 1 gegen 1 die ganze Zeit getauscht. Kommt man on-spot? Ja, sie kommen on-spot. Smike und Flarich. Smike hat noch das Kit. Hat also ein bisschen Zeit. Weiß jetzt auch, dass keiner hinten steht. Die Frage ist, wer hat hier das Timing? Das Timing, oh mein Gott, und Smike hatte es. Er kann Kishandra aber nicht töten. Und dann, JR macht das gut. Weiß, dass sich erstmal auf seinen Mate konzentriert wird. Und somit 14 zu 15, das riecht hier nach einer Overtime. Das riecht hier nach einer Overtime, denn wenig Geld bei Pro 100. Wir werden jetzt in eine Pistol Round gehen. Da sehen wir es auch. Oh, und jetzt nochmal der Buddy Wallbang. Aber nicht erfolgreich, denn es geht überhaupt niemand in die Mitte. Wir gehen auf die Spots selber nur. Lassen Mitte komplett offen. Jetzt die große Frage. Kann Vega Squadron das Ganze hier noch in die Overtime bringen? Gegen die Tür reingeflasht, aber Kishandra sitzt da wieder gut. Aber auch Pro 100 macht das gut. Sie haben da kurz gecheckt, gehen aber nicht komplett durch, gehen nicht zu weit rein. Denn das, denke ich, wäre ihr Todesurteil gewesen. Eine Minute noch auf der Uhr in der 30. Runde. Es regnet Granaten auf dem B-Spot. Mitte ist auch unter Kontrolle. Jetzt geht sie gleich durch den Schacht durch. Ah, und da kann Dev keinen machen. Kensor kann einen mitnehmen. Das war es aber auch. Der Spot ist offen. Huji mit dem Frag gegen Crush. Es sind nur noch Flarich und Smike. Smike macht einen, wechselt sofort auf die Deagle, anstatt seine Waffe nachzuladen. Oh mein Gott, und Flarich ist da irgendwie on-spot gelangt. Ich glaube es nicht. Hat jetzt AK in der Hand. Macht einen, den zweiten kriegt er nicht. Es ist jetzt an Smike. 1 gegen 2, es muss gelegt werden. Er kriegt den einen. 1 gegen 1, 25 gegen 39 HP. Oh mein Gott, oh nein, er macht es nicht. JR rettet sein Team. Es geht in die Overtime. Es geht in die Overtime. Das war wirklich nochmal ganz, ganz knapp. Auf Messers Schneide stand diese Runde. Und ich dachte schon, wie er da vorgekommen ist mit der Diegel in der Hand. Er klatscht das Ganze. Aber nein, am Ende JR hier nochmal ganz, ganz groß rausgekommen. Ah, anscheinend alle ein bisschen aufgeregt gerade. Vor allem bei Pro 100. Ich denke, die haben das Ganze schon eher im Sack gesehen. Ja, Azados GoPro ist aber was anderes. Es wird sich noch besprochen hier bei Vega. Sind alle brav sitzen geblieben. Trinken noch mal ein bisschen was natürlich. Da sehen wir auch die Trophäe. Richtig dickes Ding.
Ja, Azados, ich bin zwar manchmal langsam, aber ja, eher wie so ein Elefant, ne? Wenn der mal einmal ins Rollen kommt, dann hältst du den auch nicht mehr auf. Aber er muss auch erstmal ins Rollen kommen, ne? Das ist nicht so einfach. Oh, da sehen wir es. Chopper, 83%ige Headshot-Rate bei 18 Frags. Das ist richtig, richtig gut. So, wir warten darauf, dass es hier mal wieder losgeht. Eigentlich sollte das ja nicht so lange dauern, mal kurz die Overtime auszuspielen. Ah, jetzt wird sich vorbereitet. Kommen die In-Ears ins Ohr. Ja, Overtime. 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 Die letzte Overtime auf dieser Map konnte Vega gegen Tengri 19-16 gewinnen gestern. Das darf man hier nicht vergessen. Die wirkten auch deutlich ruhiger als Pro 100, die im Grunde sofort aufgesprungen sind, die es gar nicht mehr auf den Stühlen gehalten hat. Bei Vega sah natürlich jetzt nicht jeder komplett fröhlich aus. Aber wir sehen die ganze Zeit schon, da wird sich besprochen. Da bereitet man sich jetzt auf diese Overtime erstmal nochmal vor. Sind wir auch wieder in-game. Wir hören die vertrauten Geräusche, die uns anzeigen, es geht hier gleich weiter. Pro 100 gegen Vega Squadron. 31. Runde, die erste Runde der Overtime steht an. Es ist eine MR3 Overtime. 10.000 höchstwahrscheinlich. Das heißt, wer zwei Runden am Stück holen könnte, hat sehr gute Chancen, den Gegner in eine Eco zu zwingen. Ansonsten aber sehen wir hier nur Waffen gegen Waffen Runden. Beide Teams auch direkt mit ihren AWP-Spielers mit dem dicken Ding dabei. Ah, Flarish. Ah, der weiß, dass man Keshandra sehr, sehr gerne da in der Tür findet. Manchmal hat man ja Glück, wenn man da einfach mal reinsprayt. Zwar nicht mehr so heftig wie nur bei den 6-Zeiten-Spike mit dem ersten. War da blind. Crush kann ihm da Backup geben, aber da war Keshandre schon durch. Der wird hier von Flarish noch geholt. Es sind nur noch 2 gegen 3. Onspot auch immer noch Flarish, aber auch JR on point mit seinem Sniper-Dingen. Wir haben Kensor noch und Dev. Der Molotow etwas zu spät Onspot gefallen. Aber dann Kensor findet Gucci, nur noch JR, der wird geflasht.
Er ist ja gesehen worden, geht jetzt da ein bisschen vor, muss natürlich aufpassen, denn Klaus, da kommt jemand, zieht zur falschen Seite weg, will da durchgehen, oh mein Gott. Und dann kriegt er einen, aber beide nicht. Sehr gut gemacht von Pro 100. Und das kann ja auch noch diffused werden. Ah, Dodekai, ihr lernt hier noch die Special-Bezeichnungen für alle Waffen und sowas. Das große Sniper-Dingen. Sowas zu wissen, ist der erste Schritt, um selber Pro zu werden. Ja, dass JR den einen noch holt, war nicht schlecht gemacht. Musste da viel korrigieren, viel rumziehen. Wirklich gut, aber am Ende, es reicht nicht. Es waren nämlich noch zwei Ukrainer, die ihn angegangen sind. Haben das auch schön zusammen gemacht. Kennst du jetzt mit dem Kills. Mike macht den zweiten. Es geht auf den B-Spot. Dev kriegt da keinen. Oh, und auch Chopper hier mit dem Double Kill. Kensor gefallen. 3 gegen 3. Auf einmal, es fing so gut an für Pro 100. Aber dann kam Vega Squadron da zurück. Chopper halt immer wieder wichtig für das russische Team. Und das springt man einfach mal durch. Manchmal ist das Hoppelhäschen machen halt auch erfolgreich und wirklich nützlich in CS. Ah, Huji kann einen machen. Smike will da alleine durch. Das sieht nicht gut aus. Rush mit dem ersten. Der lebt hier noch. Der hat das vorhin ja schon mal in der ersten Runde der zweiten Hälfte geklutscht. Aber da hat er keine Chance. Das machen sie gut zusammen. Ein bisschen besser vielleicht von ihm geaimt. Dann hätte er den oben definitiv kriegen können und hätte genug Zeit zum Drehen gehabt. So aber die zweite Runde geholt von Vega. Keiner gibt sich hier wirklich die Blöße. Auch wenn man sagen muss, das war... das war eigentlich der Vorteil gerade für Pro 100. Die hatten... die ersten zwei Frags geholt und dann so ein bisschen versaut. Dev Onsport nicht ganz dabei. Jetzt geht's aber bitte durch. Oh, und mir findet den ersten Vega Squadron. Die wollen hier jetzt nicht mehr einfach so rumgimpen. Die wollen hier endlich auch den Vorteil sich ergattern und die erste Map dann für sich entscheiden. Blairig sofort gefallen. 4 gegen 5 Situation. 80 Sekunden noch. Mitte Kontrolle bei Vega. Für die läuft gerade alles. Die Frage ist, können sie das hier wirklich in die 17. Runde ummünzen? Soll auf den B-Spot gehen. Da wird sich aufgebaut. Gerade die Rotation von Kensor weg. Der geht aber wieder zurück. On-Spot haben wir noch Dev. Nur mit der UMP bewaffnet. Ah, Kensor jetzt da. Nochmal eine Flash. Ah, da sind sie blind. Dev mit Au auf die Entfernung. Aber sie kriegen beide jeweils einen Frag und einen Crush von hinten. Das ist hier die Entscheidung höchstwahrscheinlich. Nochmal den Headshot gesetzt. Kassandra der Letzte. Und Kensor kommt dann einfach aus der Smoke wie ein Rächer raus. 17 zu 16 steht es zwar, aber nicht für Vega, sondern für Pro 100. Da zickt die Zeit runter. Wir sollten also gleich auf die zweite Hälfte der ersten Overtime gehen. Da muss Pro 100 zeigen, dass sie es jetzt immer noch auf T-Seite spielen können. Haben hier auch die AWP dabei. Okay, die wird anscheinend gedroppt. Ah, da möchte man den Buddy Wallbang machen. Da sehen wir es. Crush hat sich das angeguckt und jetzt der Hund. Und er macht es! Er macht es! Kassandra, den nimmt er auch noch raus in so einer wichtigen Runde. Oh mein Gott! Es hat vorhin, glaube ich, Vega Squadron immer mal wieder versucht. Ein, zwei Mal nichts getroffen. Aber dann macht es Pro 100 hier und sofort der Frag. Oh mein Gott! Das könnte jetzt das Anzeichen dafür werden, dass es zu Ende geht. Für Vega. Aber auch diese Runde ist natürlich noch nicht zu Ende.
Bei jemanden auf A geboostet. Pro 100 wartet noch darauf, dass Vega irgendwas Offensives versucht. Um diesen Nachteil wieder rauszuholen. Jetzt soll es anscheinend Mitte Stress geben. Das hat Pro 100 immer wieder die Runden gegeben vorhin. In der regulären Spielzeit über Mitte-Kontrolle zu agieren. Oh, und JR. Den hätte er machen können. Definitiv. Aber so auch der zweite Kill gegen Vega gefallen. Gucci ist da geboostet, kriegt Idol, aber dann auch sofort gefallen. Crush passt oben auf. Nur noch Chopper und mir. Die sind beide auf dem B-Spot gewesen. Der A-Spot ist gefallen. Wird jetzt alles gecheckt. Die Bombe ist on-Spot. Gleich sollte geplantet sein. Ah, das schafft man. Kommt sogar noch hinten in die Ecke. Oh, aber mir mit dem Frag. Weiß, da ist noch einer. Der Molotow ist da sehr gut. Aber Crush kriegt da auch noch einen Frag. Trotzdem mir gegen zwei. Die Bombe ist nicht für ihn gelegt. Das ist hier sein großes Problem. Die HE ist nochmal schön. Jetzt geht er da close. Kriegt noch den. Und nur noch einer. 3K hat er schon gemacht. Er muss das 4K. Er weiß, wo der letzte ist. Das kann er sich da denken. Kriegt den auch noch. Ich glaube, muss nicht mir. Was ist das denn? Er macht es hier im Grunde 1 gegen 4. Fast schon komplett alleine. Haut erst da runter. Und klatscht das Ganze. Und das hätte niemals passieren dürfen. Aber mir hält hier die Fahne noch hoch für sein russisches Team. Es hat so gut angefangen für Pro. Erst der Buddy Wallbang, dann nochmal Smike mit der AWP. Erfolgreich, sie kommen auf den Spot. 4 gegen 2 Situation. Und dann, ja dann passierte einfach mir. Mir hier der Endgegner. Und wir sind in der 5. Runde der Overtime. Klaus in der Mitte. Die Smoke auszunutzen. Das wird aber Ziel. Gleich ist sie weg. Noch passiert wenig. Eine Minute noch zu spielen. Auch immer diese Runde gewinnt. Er arbeitet sich den Vorteil. Würde auf den einen Map-Ball kommen. Schöne Molotows. Gucci hat da kaum eine Chance. Ist sehr weit angefangen. Verbrennt fast auch noch. 4 HP bei ihm. Onspot mir komplett blind. Auch Keshandri, aber der kann noch einen machen. Gucci kriegt mit seinen HP auch noch einen. JR jetzt gefallen. 2 gegen 3. Situation. Smike ist hier noch und er ist jetzt der Letzte. In der Mitte war nämlich noch Chopper am Campen. Oh mein Gott. Ja, und den kriegt man nicht. 18 zu 17. Vega Squadron auf ihrer eigenen Map in der Overtime nochmal in Führung gegangen. Wir haben hier Keshandre mit 33 Kills. Mir und was? Mike? Oder Crush auch mit 32 Frags. Da tut sich gerade wenig insgesamt. Beide Teams sind gut dabei. Das ist hier definitiv ein Duell auf Augenhöhe. Vega Squadron. 2 Runden am Stück hat Vega Squadron geholt. Deswegen Pro 100 hier mit wenig Geld. Haben die Mitte mit Def eingenommen. Jetzt geht's auf den A-Spot. Da wollen sie wieder drauf. Dann holt sich Keshandre. Mir on-Spot lebt aber noch, hat immer noch Huji an der AWP dabei. Der wird aber schlussendlich noch nicht geholt. Der lebt da immer noch. Mir ist gefallen. Jetzt auch Huji. Nur noch Chopper und JR. Gegen 2. HP-Vorteil definitiv bei Pro 100. Und das kann hier gut und gerne noch auf die zweite Overtime gehen. Chopper wählt den ganz, ganz langen Weg anscheinend.
Von der AWP weiß man, die war mal hinten am Auto. Kommt jetzt über kurz. Chopper. Über die Tür. Das, denke ich, wird keiner so unbedingt auf dem Schirm haben. Aber dadurch, dass es so lange dauert. Ah, und JR geht davor. Und am Ende findet Chopper keinen mehr. Läuft dann nur noch in den Tod. Und es ist die zweite Overtime. Kein Team möchte hier aufgeben. Die glauben beide noch an sich. Und Pinselaffe sagt es richtig, da kommt man gerade richtig zum Finale der ersten Map hier. So, scheint es da ein bisschen schneller loszugehen, weiterzugehen, ja. Da hört man das Ticken der Freeze-Time. Beziehungsweise der Pausen-Time dazwischen. Pro 100 auf der T-Seite. Da ist Mike mit 32 Frags. Ich glaube, der Top-Fragger noch bei Pro 100. In der Mitte. Zwei Spieler offensiv von Vega, Cassandra und Chopper. Wir sehen aber Pro auch wieder Richtung A unterwegs. Stellen Crush natürlich vor dem B-Spot ab. Der macht da wie auch vorhin einfach weiterhin Schaden, weiterhin Lärm. Noch aber traut sich das T-Team hier nicht wirklich vor. Ein paar Granaten werden ausgetauscht, hin und her geworfen. Aber der richtige Go fehlt noch. Mike hat da in der Tür schon Schaden abgekriegt. Konnte mit der AWP nicht treffen. Jetzt soll es aber definitiv auf den A-Spot gehen. Wir haben nur Crush in der Mitte. Da fliegen die Granaten. Crush mit dem ersten Frag. Da muss man jetzt auch die ganze Zeit noch drauf achten. Spike findet einen. Hachi lebt hier noch und er macht einen. Chopper auch noch erfolgreich gewesen. Oh, das haben sie gar nicht mitgekriegt. Jetzt ist die Bombe auch noch on spot down. Ein Mann mehr. Nein, es ist nur noch Flarig. Der kann einen mitnehmen, aber das reicht nicht, um die Runde zu holen. Vega Squadron geht in Führung. Konnten ja gerade auf der CD-Seite schon 2 von 3 Runden mitnehmen in der ersten Overtime. Und wieder natürlich die Möglichkeit, wenn Vega Squadron diese Runde auch holt, vor allem ohne dass Pro 100 die Bombe legen kann, dann sehe das vom Geld her nicht gut aus für die Ukrainer. Pro, die hier Stress Richtung A-Spot machen. Das ist diesmal aber nur der Rauch, der Vega in die Irre führen soll. Denn noch, da sehen wir noch nicht wirklich, als hätte sich Pro für eine Seite entschieden. Ah, erstmal soll anscheinend die Mitte-Kontrolle da kommen. Chandra hält es hier ein bisschen. Chopper gefallen im Schacht. Und die Rotation Richtung B, die läuft und die funktioniert.
Oh, der könnte flärig. Zwei hat er, glaube ich, gesehen. Drei könnte er gesehen haben. Es ist nur einer auf dem Spot. JR, ganz alleine mit der AWP bewaffnet. Versucht, hier rauszuzögern. Zwei Spieler haben schon verschoben. Kriegt einen, aber dann gestorben. Mir ist auch sofort rausgenommen worden. Smike mit dem Kill gegen Keshandre. Und das sollte hier die Runde für die Ukrainer werden. Nur noch Uji im 1 gegen 4. Wirklich drauf gehen. Die Runde ist zu Ende. Am Ende findet ihn Crush. Wir sind 19 zu 19. Wer kann sich die letzte Runde hier noch mitnehmen, dieser Halbzeit? Und der Buddy Bang. Nein, er hat ihn nicht getroffen. Dieses Mal nicht. Da wird man, denke ich, wieder auch. Aber schöne HE dafür gegen Keshandre. Der hier momentan auch immer noch einer der stärksten Spieler ist. Kriegt auch den Frag gegen Flarich. Kenzo, den muss man da auf dem Schirm haben. Das hat man gehört. Der kriegt leider keinen Refrag. Kriegt da auch selber nur ein bisschen Punishment ab durch die Tür. Vorteil für Vega Squadron. Trotzdem, es sind noch 70 Sekunden zu spielen. Smike mit der AWP. Auch immer wieder für Kills gut. Und Pro besinnt sich auf alte Tugenden. Erstmal die Mitte einnehmen. Dann das Ausspielen. Jetzt haben wir hier, es geht hier gleich rum. Oh, und er sieht einen. Er kriegt sogar noch einen. Aber dann doppeln sie Def noch und auf einmal fällt es auseinander. Nur noch Crush und Kenzo. Crush in der Mitte nochmal schön Chopper weggekämmt. Kenzo auch erfolgreich mit einem HP. Lebt er hier noch? Oh, ist das glücklich. Und dann verschießt er, verwirft er so die Flash. Wird auch noch geholt und jetzt ist es Crush gegen zwei. Gegen mir. Und JR, mir schon mit dem 3K, JR müsste da eigentlich gleich mitkriegen, dass auf dem B-Spot die Bombe gelegt wird. Das macht Crush auch defensiv. JR wartet nur auf ihn. Wie ein Raubtier wartet er auf seine Chance. Timing, da hat er eingesehen, der Crush. Oh, den kriegt er auch, den kriegt er auch. Und gerade in der Sekunde wollte halt mir den Molotow werfen, aber das reicht nicht. Es reicht nicht. Der Molotow hat es am Ende dann doch noch entschieden. Mir holt sich auch diese Runde. Der Diffuse wird definitiv durchgehen. Win. 20 zu 19 für Vega. Bisher die CT-Seiten immer mit dieser 2-1. Kann pro 100 das jetzt auch machen. Die bräuchten diese zwei Runden, um noch in die nächste Overtime zu kommen. 3 Stück, um es hier entscheiden zu, wenn sie es schon entscheiden wollen. Bei Vega, die brauchen 2. Eine Runde würde hier reichen, dann ist ihnen schon mal die nächste Overtime sicher. Oh, und jetzt in der Mitte. Schöner Anschuss da gegen Dev. Das musste ganz, ganz schnell gehen. Denn selbst mit dem Top-Frag, Top-Spawn hast du da nur eine Minisekunde. Wenn die Smoke ganz normal in die Mitte geworfen wird, um was zu sehen und dann drauf zu aimen und den Kill zu setzen. Haji. Flarish. Lebt da gefährlich. Ah, jetzt will er wieder raus. Sie wissen, in der Tür ist jemand. Auch Vega, die sich hier auf den Oh, was war das denn, Flarich? Was war das denn bitte? Ohne eine Granate, ohne eine Smoke,
davor zu haben, da einfach vorzulaufen. Also wirklich. Ist das hier schon die Erschöpfung, die sich bei den Ukrainern zeigt? Denn das musste definitiv nicht sein. Trotzdem, Vega Squadron mit einem Mann mehr in der Runde. Spielen sie es erstmal langsam aus. Jetzt muss es aber so langsam losgehen. Finden wir nochmal Crush. Ah, und auch Dev kann nichts mehr machen aus seiner Position. Da war ja auch nur noch ein One-Hit. Jetzt liegt es an Smike und Kensor. Aber die AWP gefallen. Nur noch Kensor. Im 1 gegen 5. Das muss hier die Runde werden. Da gibt es nochmal schön viele Hits gegen Kensor. Wird von der Seite auch noch angegangen. Da kommt er überhaupt nicht mehr weg. 11 zu 19. Zwei Matchbälle jetzt für Vega. Und da sehen wir es gerade. Mia und Crush mit 40 Frags. Dann haben wir Cassandra mit 34. Und auf der anderen Seite Smike mit 35. An mir, so gut, das ist eine 1 gegen 4, die Situation, die er geholt hat, einfach nur mehr mega stark. Tensor, man hat halt bei den Ukrainern drei Spieler mit über 30 Frags. Auf der anderen Seite nur zwei, aber es reicht trotzdem. Jetzt hier Vega Squadron, die zwei Map-Bälle erarbeitet hat. Oh mein Gott. Mir überlebt das Ganze nochmal. Zeigt sich dann nur ganz, ganz kurz mal. Aber das war ganz, ganz knapp. Hätte ihm Smike fast den Kopf weggeschossen. Oh. Gibt die Mitte auf. Spielt es auf den Spots. Erstmal defensiv ab. Ganz viele Granaten in der Mitte und Richtung B. Eine Rotation würde lange dauern. Deswegen sehen wir auch schon, da macht sich Crush auf den Weg. Das ist aber der Fake. Das ist hier der Fake. Mir zieht das Ganze auch durch. Aber oh, schön vom Kensor, der Headshot. Aber jetzt wird der A-Spot angegangen. Und Smike kriegt überhaupt keinen. Der Top-Fragger bei den Ukrainern. Wird rausgenommen und jetzt sieht es schlecht aus. 3 gegen 4 Retake-Situation. Die Bombe tickt unbarmherzig runter. Crush gefallen. Nur noch Dev und Kensor. Dev da gesehen worden. Nur noch einer. Nur noch Kensor. Und der kann es auch nicht machen. Somit kann hier Vega Squadron dann doch nochmal die erste Map mitnehmen. Ganz knapp 22-19. Aber am Ende machen sie es doch mit einer schönen T-Leistung in dieser letzten Overtime. Damit, ja, der Fake gerade, der hat richtig gut funktioniert. Sie haben wirklich alles auf den B-Spot.